Willkommen, ich bin ein Apidologe. Ja, schon fast, aber noch in Ausbildung. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben endlich dieses Nest des Bluthüters an und wollen mal schauen, wie stark die sind. Gucken wir gleich mal. Ich muss in diese Gestalt sein, Spriggengestalt. Bienen kommt hierher. Jo. Könnten noch stärker werden, aber wir sind ja ganz noch am Anfang. Die Bienen sind ungefähr so stark. Ja, wie kann ich jetzt das am besten einschätzen? Ja, vielleicht wie... Ja, Wölfe sind ein bisschen stärker. Sagen wir so, jo, wie die kleinen Babyskorpione. Oder da diese Heuschrecken. Ja, okay, die sind auch ein bisschen stärker. Aber dafür, ja, jetzt müssen wir einfach dieses Attunement, also das, die Einstimmung, noch ein bisschen stacken. Wir brauchen einfach hier noch, also, ja, ich weiß nicht, das ist Geschmack von irgendwas Teil, ist halt für den Nahkampf und wir greifen nicht im Nahkampf an. Also müssen wir halt einfach irgendwie, jo. Wir sind noch langsamer. Ja, Stacks sind eigentlich, also Blutstacks sind eigentlich gut drauf. Aber es fehlt einfach irgendwie entweder an Durchdringung eher. Jetzt müssen wir mal ein bisschen abschätzen, wie gut ist durch vom Blut. Eigentlich noch nicht so gut. Wir sollten eigentlich alles auf Einstimmung gehen und ich habe Stärke. Okay. Gut. Und sonst. Jo, bin natürlich gerne für euch auch nochmal gestorben. Ich wollte ja eigentlich bleiben auf unsterblich oder so wie es heißt. Und habe es nicht geschafft, weil so ein Buggy Ambush-Käfer mich irgendwie dann plötzlich mal so richtig umgehauen hat. Also. Keine Ahnung, wie so ein Vieh dann plötzlich mal 99% Schaden machen kann, anstelle von 1-2%, aber gut, das muss Last Epoch wissen, oder Last Epoch, ich kann das nicht aussprechen, sorry, das ist mir einfach zu wild Englisch. So, ja, die Entwickler wollen also noch 4 Monate, oder so. Also 3,5 Monate ohne Hotfix-Patch, also großen Hotfix, noch das Spiel jo, dahin schmelzen lassen. Weil ich bin jetzt eben von diesem Käfer überrascht gewesen und ich bin jetzt zweimal wieder in eine, so einer Arena gespawnt, wo man sich nicht bewegen konnte. Man war einfach in so einem komischen, kaputten, weiß nicht was es ist, so zwei Statuenteile oder so. Festgepackt und jo, das ist natürlich nicht so toll. Ja gut, also ich habe mich ein bisschen reskillt. Ich brauche die Ranken zum Bleiben dort. Habe ich das mit dem ja, gut Ding. Ich kann jetzt aber Maelstrom endlich machen. Da brauche ich glaube ich 2 Punkte oder 3. Wo ist denn Spriggen vor? Ist doch 3 Punkte, okay. Also muss ich noch einen Punkt rein investieren und hier muss ich noch hier. Das muss ich auch noch kurz nachschauen. 3 von 3 und 4 von 4 und 5 von 5. Der Bereich mache ich noch nicht. Ich mache jetzt zuerst mal 3 von 3 hier, damit wir gut ausweichen können und die ja. Apido. Apido Bums Bums Loge. Das ist noch der fortführende Beruf eines Bienenexperten. Und dann gibt es noch der Entologe, das ist der Käfer, also der Insektenkundler. Oh nein, bitte nicht so viele. Meine Bumsebiene brauchen das zu lange für so viele Käfer. Nicht Käfer. Irgendwelche Dinos. Okay. Nennen wir es mal so, ja, Skorpione sind zum Teil auch ein bisschen Käfer. Sind es nicht, aber sind es trotzdem. Also wir verstecken uns und probieren einfach den Beet noch ein bisschen stärker zu machen. Auf jeden Fall, die Arena wird langsam voll. Das ist halt, wenn man irgendwelche Pills ausprobiert, die keinen Sinn machen, weil man halt wissbegierig ist und weil man einfach Spaß machen will. Man will ja Spaß haben, man will ja nicht erfolgreich sein, nein. Man macht alles auf Spaß.
Jo, jetzt frage ich mich einfach, wie der Entwickler das eigentlich gut macht bis Februar. Macht er überhaupt etwas? Weil er ist ja am Entwickeln beschäftigt noch, er muss ja alles noch optimieren und so. Kann ich ja schon verstehen, dass da einfach nicht viel geht. Aber was machen sie, wenn die Gamer einfach sagen, jetzt wollen sie ja gar nicht mehr die neue Version haben? Weil man ist halt immer wieder gestört worden, man ist gelangweilt. Wegen dem, jo, Content, der nicht geupdatet wird, längere Zeit. Das ist halt immer so, Spieler wollen eigentlich relativ früh dann wieder eine neue Season haben, wo sie einfach neuen Content haben. Also Seasons wie zum Beispiel in Diablo 4 oder liegen wie in Pass of Exile, aber irgendwas, was sie motiviert. Und das hat jetzt Last Epoch nicht so in nächster Zeit und ich merke es auch selber. Ich mache Blödsinn. Ich spiele das Spiel eigentlich eher wegen dem Blödsinn momentan. Ja, es gibt noch mehrere Beats, die ich ausprobieren kann und einfach dank euch, eures Willens, eurem Spaß und so, mache ich das noch. Aber es ist wirklich, jo, schon, wenn man halt es selber spielt und nicht zuschaut oder so, recht langweilig bis einfach sinnlos zum Spielen, oder? Man braucht einfach neuen Content. So, die Arena war noch ein bisschen schwer wegen langsamem Killspeed. Dafür haben wir ein bisschen Gold. Ja, sehr wenig Gold. Er wirft immer diesen Müll weg. Blöde Goldman, geht weg. Drache sammelt sie ein. Ja. Also es ist ja ein bisschen schwer. Ja, da muss ich auch 3 Punkte. Ja, auf jeden Fall. So, und hier haben wir gesagt, da fertig. Stapeldauer. Und dann auf gleich. Und hier kommt einfach hier weiter. Da muss ich, glaube ich, auch Maximum Punkte. 5. Da ist wahrscheinlich besser hier oben zuerst mal machen. Weil die Springen bekommen hoffentlich nicht so viel Schaden über. Dass sie sterben wegen wenig Leben. Ja. Jetzt bin ich seit gestern Nachmittag wieder in der WG und mein Hals trocknet wieder mega aus. Also könnte ich jetzt machen. Einstimmung irgendwie stacken. Ich habe doch da noch. Die Blutrüstung brauche ich. Ich habe irgendwo noch Einstimmungs-Items gefunden. Ich habe sogar im letzten Part auch. Und ja, trotzdem. Ich brauche irgendwie Minion-Damage oder so noch auf manchen Items. Ich könnte eigentlich die Ringe nehmen. Ich habe ja wegen den Resistenzen. Ich glaube, so Blödsinn. Also, diesen Ring kann ich verstehen, Nekrotik-Widerstand. Weil der Boss ist ja auch Nekrotik in diesem Timeline. Aber ich weiß es nicht. Wie ich dann sonst Nekrotik? 111, das heißt, die Hälfte vom Ring. Also, der eine Ring ersetze ich. Haben wir wieder ein bisschen mehr Schaden. Einstimmungsringe habe ich wahrscheinlich nicht. Ja, was macht man denn da? Ich weiß schon, wie ich den Let's Play Part nenne. Das ist eben die Frage. Soll ich es schon sagen? Oder wollt ihr es lieber lesen? Ich werde es lieber nicht. Es ist ein bisschen pervers. Könnte es aber abenden. Das ist jetzt die Frage, wie man einfach damit umgeht. Als YouTube-Zuschauer.
Aber seht ihr nicht, wie die Gruppen kuschen? Wie viele Bienen haben wir jetzt? 14, 15, wahrscheinlich 16 Maximum. Das ist doch gut. Ah, da ist er. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Machst du Schaden? Na, jetzt kommen aber lieber noch die Zombies, um ein bisschen abzulenken. Geht auch, ja, alle Bienen auf großen Brummer. Ich würde wahrscheinlich irgendwas in den Titel schreiben mit Apitologe. Die Bienen fröhlich machen. So. Bodybuilder. Bienen. So. Gut. Ja, so trockenen Hals. Kann fast nicht mehr reden. So früh am Morgen ist irgendwie mega trocken. Und hat einfach nicht das Gefühl, das Fenster schon mal aufzumachen. Ich könnte schon, aber der Verkehr ist halt noch laut. Ich muss mal kurz schauen, was die Zeit ist. 8.28 Uhr. Da ist gerade Morgenverkehr. Und die schon um 4 Uhr morgens Krach machen, weil die meisten, also viele, um 4, 5 Uhr morgens zur Arbeit gehen. Da grummelt es mich als Let's Player und Livestreamer, so früh aufzustehen. Wieso macht man das? Man doch so lange streamt am Abend. Ist schon chillig, ja. Weil ich einfach Lust habe und weil ich nicht so lange schlafen kann. Ist doch wirklich gut, wenn man so schnell wieder habituiert, oder? So. Ich habe gerade ein Update bekommen von OBS. Und jetzt habe ich so ein Fenster, das mir hilft, YouTube zu streamen. Ich habe ja gesagt, ich werde auf Twitch streamen. Genau, ich werde einfach schreiben, dass ich auf Twitch streamen mache. Irgendwie so etwas. Was halt passt. Jo. Und jo, ich hoffe, das ist bei Twitch auch so, wenn ich Twitch einstelle. Aber irgendwie so eine Unterstützung. Wahrscheinlich eine Übersicht oder so. Was ich wahrscheinlich im Dashboard auch habe. Irgendwie sind die Bienen jetzt gerade ein bisschen stärker geworden. Also jetzt habe ich noch ein Level. Genau, und dann mache ich die Kampagne noch, gell? Damit wir noch die extra Skillpunkte haben. Aber glaube ich zwei fehlen mir noch oder so. Ich bin einfach Ende Akt 7, fast fertig mit Akt 7. Und dadurch habe ich irgendwo noch beim Turm, Akt 8, der Anfangsturm, einen Skillpunkt. Und ich glaube sonst nur noch, wenn ich das Spiel fertig habe, noch einen Skillpunkt und einen Attributspunkt. Das ist ja auch, also zu allen Attributen einen Punkt, genau. Das ist auch sehr gut, so für Bienen. Hä? Ich glaube, ich habe noch nie so ein Bild gemacht, das ist wirklich so wichtig zum Attribut. Es gibt so ein Int-Stacker-Bild und glaub ich glaube noch ein Stärke-Bild. Gibt es gar nicht, außer diesen. Keine Ahnung mehr. Aber irgendwie, jo. Gibt schon ein paar Sachen, aber die kann man halt einfach erst machen, wenn man die Items auch hat. Hat der Drago ja nie. Dafür livestreamt er viel zu wenig für die lieben Leute. Ja, wenn ich jetzt wirklich mehr zugeschaut werden würde, ja, allgemein. Nicht euch. Ihr schaut wahrscheinlich genug zu, hoffentlich. Aber macht's noch mehr. Nein. Das ist sehr witz. Aber, natürlich muss ich gar nicht so lange arbeiten. Oder? Es ist einfach zermürbend, also dass ich dann wahrscheinlich noch schlechte Qualität habe. Also schon. Nee. Schon gute Qualität hoffentlich. Und sonst einfach kritisieren. Genau. Was mache ich? Was rede ich einfach für Müll? Weißt du, die Bienen, es sind die Bienen. Die machen so chillig, so selbstlos. So.
Ich habe die Nacht wirklich geträumt, dass ich Diablo 4 mit euch streame. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, also ich bin nicht so ein Skeptiker. Ich sage nicht, oh, das Spiel wird von der Community zerrissen, ich spiele es nicht. Aber ich werde mich wahrscheinlich eher langweilen als hier natürlich. Viel mehr. Ich bin jetzt aber auch nicht so gelangweilt, es geht einfach ein bisschen zu lange. Ich merke einfach irgendwie, das Spiel motiviert immer. Aber manchmal einfach, jo, braucht man wirklich den Spielfluss dazu. Oder einfach die Motivation natürlich, ja, man kommt vorwärts. Oh, beides, aber nichts sonst. Doppel-LP und so. Ich nehme einfach mal mit. Sicher gut. Irgendwann mal. Freie Ebene. So, da sind wir eigentlich fertig. Nein, eigentlich noch nicht. Ich sehe noch ein paar Runden. Also machen wir mal LP hier und hier machen wir nochmal Bereich. Da kommt Schimmer mit einem Stack. Ja, ja, ja. Genau. Also ich habe hier diesen Punkt getan. Ich merke nichts von irgendwie Sensibilität, also dass ich mehr Schaden bekomme. Ich müsste eigentlich die Punkte hier rein tun, aber ich habe doch irgendwo noch Doppel. Ah nein, ich habe Gesundheit. Ne, das ist der falsche Not. Ich habe doch irgendwo noch Doppel. Stärke und Einstimmung. Ah, das ist der letzte Not, den wir brauchen noch. Okay. Also, was mache ich jetzt? Hier einen Punkt raus, dann. Muss ich jetzt schon rausnehmen, ja? Das Ausdauer. 5 von 7. 10 von 10 hier. Nö. Einstimmung ist 8 von 8. Hey. Also hier bin ich fertig. Hier fehlt noch etwas. Nein, hier bin ich auch fertig. Dann bei Primalist ist 5 von 5, 2, 1, 8 und 8. Aha. Also entweder in den Not. Ja, ein bisschen Widerstand kann er noch gebrauchen. Und dann eigentlich immer nur hier oben noch und hier unten. Und genau in den müsste ich noch rausnehmen. Ich weiß nicht, ob... Plus eins nicht stärker, momentan ist es einstimmen. Nein, eigentlich nicht mehr. Also wir tun jetzt kurz umskillen. Und dann machen wir gleich mal weiter. Oder soll ich euch ein bisschen die Kampagne noch zeigen? Naja, das motiviert euch wahrscheinlich auch nicht so. Sobald ich mal weniger zu tun habe, High Level, werde ich euch die Kampagne nochmals durchspielen lassen. Oder wir warten wirklich bis im Februar. Ja, es ist eben interaktiv. Ihr dürft alles wissen, mir befehlen lassen. Es soll euch Spaß machen. Und nicht so mir. Also hier einen raus. Ja. Und hier. Ja, nun stimmt's auch wieder. Mit dem fertig werden. Dann habe ich endlich, also habe ich jetzt wieder verstrickte Wurzeln bekommen. So viele Bienen. 10 Verderbnis. Naja, wir können ja die 3 Missionen machen. Der Boss wird wahrscheinlich einige Zeit dauern. Ja, zeitlich geht's aber nicht mehr. Ich glaube, ich mache einen zweiten Part, aber erstmal wieder ein bisschen. Ja, ihr wisst schon. Der Hals ein bisschen enttrocknen. Schaden ist wieder hochgekommen.
Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr so viel Attunement wie möglich habt. Das heißt also, ich gehe noch zur Kiste und hole noch mehr Attunement auf einem Ring. Genau das haben wir noch vergessen. Und weißt du, die Bienen sind da. Ja, man sieht jetzt gerade nicht, wie viel Schaden sie bekommen, aber die Bienen sind hoffentlich genug zäh, aber einfach der Schaden eskaliert nicht gut. Den müssen sie noch hoch machen oder ich muss einfach Beehive nochmals farmen aktiv. Ich habe wirklich einen anderen Beta, der ist so elend lechzig bei Bossen. Ich kann noch nicht Smite procken. Ich habe noch nicht das Schwert, Auralis. Und ich habe noch nicht den Not bei Mehrfachschlag oder wie der heißt. Um ja, die Schwerter einfach zu procken. Die Schwerter werden in Hinrichtung umgewandelt und procken. Hinrichtung. Und das geht noch nicht bei Bossen oder bei einzelnen Gegnern. Und das ist doof gemacht vom Entwickler. Böse, böse. Jo. Aber das ist auch ein aktueller Bild im Last Epoch Tools. Habe ich jetzt gestern noch den Guide reingelinkt? Ich glaube noch nicht. Bin ein bisschen nach... nicht nachkommen. Von der Videobeschreibung und so. Das müsst ihr ja noch haben. Das könnt ihr ja mal mit dem Bild nachmachen, wenn ich spiele. Ist ja böse. Schlüssel nehme ich nicht mehr mit momentan. Ja. Was ist jetzt eigentlich? Also Ding, Widerstände sind weg. Das heißt, die Gegner sind weniger zäh. Ich glaube, ich hatte 15% so Widerstände. Und wahrscheinlich auch Krit oder so. Nein, nicht Krit, aber... einfach Zähigkeit Mods auf den Echos. Und das merke ich jetzt gerade so auch nicht mehr. Dass die Gegner doch ein bisschen schneller sterben. Aber es ist ein bisschen langweilig, tut mir eben leid. Dass ich da nicht so der mega Killer bin wegen diesem ja, Trollbild. 7 Einstimmungen, genau so etwas brauche ich. Plus Elementarwiderstand. Ja, Nekrose-Widerstand, da habe ich ja mehr als 75%, das reicht doch. Hoppla. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, ich muss wieder schauen. Das ist so schwer noch zu finishen. 3 von 3, ja. Okay. So. Gut. Schön. Also es läuft, aber noch ein bisschen schleppen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Loot. Ich muss einfach viel mehr die Q-Taste drücken zum Ranken spawnen. Diese greifen die immer so ein. Ist das ein Bug? Aber jetzt ist er tot. Ich dachte schon, es wäre so ein unbesiegbarer. In welchen Spielen war das? Muss ich gerade ein bisschen nachdenken. Es gab manchmal unbesiegbare Gegner. War das in der Epoch früher? Es gab mal ein paar Spiele, ich glaube es sind mehrere Spiele gewesen, wo die Gegner einfach auf einem LP geblieben sind. Und ja, dadurch natürlich nicht besiegbar worden. Könnte Sacred 1 oder Sacred 2 gewesen sein. Noch. Aber das ist natürlich nicht so gut für den Helden, hä? Die Armen, ja. Rectors sind dann nur am herinkloppen und nichts geht. Elektrifizierung, ich weiß nicht. So, also hier müssen wir einfach hier fertig werden. Muss doch den Punkt oben noch machen. Und hier müssen wir hier fertig werden. Jetzt sind wir eigentlich fertig mit dem Skillen von den Skillpunkten. Jo, es dauert halt bis Level 20. Was sind wir? 18 wahrscheinlich jetzt. Ja, 18, 18, 18, 19. Zwei sind 19, weil sie natürlich schon länger geskillt wurden. Ja. Habt jetzt das 20, das braucht
immer so bis Level 70, 80. Also 75 wäre. Und wenn man eben umskillt mit Level 70, braucht es natürlich noch ein bisschen länger. Ja, ja. Das ist jetzt gar nicht mehr so anstrengend langsam. Dann müsst ihr wirklich, also dieser Bild am besten erst machen, wenn ihr wirklich die Items auch habt, wenn ihr da die LPs auch habt und gemacht habt. Diese Legendary Points. Aua. Was ist das? Was ist das? Das ist 100% wieder dieses Frostbite. Dankeschön, jetzt bin ich im zweiten Mal gestorben. Also ich werde mich auf nächstes Mal ein bisschen vorbereiten. Werden wir das im Livestream vielleicht ein bisschen verbessern. Aber ich habe doch Cold Resi. Ja gut, Tift. Okay, dann lag es ein bisschen an der Cold Resi, aber... What the fuck? Darf man sich nicht mehr ja so langsam bewegen? Ah, das Spiel hasst mich, wenn ich einfach keine Bewegungskills habe. Wie geht es dann mit dem anderen Bild, weil der nur auf Gegner zu laufen, zu hasten kann mit diesem... Ist ein bisschen doof, hä? Ist einfach zu schwach. Ach komm, ich zeige ihn kurz noch. Aber da bin ich noch nicht weit eben. Ich habe gestern echt noch keine Zeit gehabt. Ich habe den Drago Basler, also diesen Animated Weapon Build gekappt. Resettet, weil ich ja einfach denke, die Animated Weapons sind jetzt auch nicht mehr gerade so hilfreich. Und ich mag den Peter. Er ist so, jo, wenn jetzt ein starker, zu starker Gegner da sind, sind sie weg und du kannst gar nichts mehr machen, wenn du keine Weapons mehr spawnst. Also erst nach einiger Zeit. Also was ich jetzt eigentlich machen könnte, damit wir wirklich weit kommen, ist den einen Runemaster Elementarbild. Also hier gar kein Smite. Seht ihr? Ein einzelner Gegner, kein Smite noch. Da muss ich wirklich diesen Not hier haben. Um bestehende Stapel zu erneuern. Und ich muss ja zuerst Smite procken. Das heißt, ab jetzt muss ich jeden Punkt, ich muss 3 Punkte investieren, okay. Habe aber dafür mega Mana Kosten. Ich muss hier, dann habe ich gemacht. Ah, ich muss gar nicht mehr hier hin. Wir müssen durch den geschützten Wald. Ich dachte schon, weil ich dort einfach der Wegpunkt hat. Ja, schon lange nicht gespielt. Der vorherige Part war davor. So, danach. Nicht davor, danach. So. Nachher ist auch ein neuer Start von einem Let's Play. Also von einem... Ja. Wie sagt man dem? Aufbauen und der Minecraft Kreativmodus schön bauen und so. Der wird sehr ähnlich sein, wie so ein Last Epoch so aufgebaut ist. Also ein bisschen dunkel, ein bisschen viele Gegner und so Sachen. Die Gegner kannst du halt jetzt nicht unbedingt so blocken oder also da fehlen mir einfach die Knowledge oder so. Und vor allem so storyhaft und zufällig die Gegner einfach. Und einfach schön bauen, dass ihr Spaß habt, dass ihr selber etwas bauen könnt und zwischendurch eben die Map downloaden. Dafür braucht ihr einfach die Java Edition auf der aktuellsten Version. Und ja, ich freue mich jetzt nicht also auf 1.22, glaube ich. Oder 21 von 12. Aber ja, da ist eher so Leute, die wirklich auf Technik verwenden und so. Werde ich auch natürlich. Also ich muss ja auch ein paar Rätsel machen und so. Und
Die Türen zum Beispiel. So Sachen. Genau. Mal schauen, was draus kommt, aber... Ja, ich weiß jetzt schon, es wird sehr wenig Zuschauer geben. Das ist einfach viel zu ein großes Spiel, oder? Die Videos werden nicht gut gefunden von neuen. Auch einfach die Community hinter mir. Und die Livestreams werden wahrscheinlich auch noch nichts bringen, aber ich werde einfach mal versuchen, vielleicht heute schon ein paar zu bringen. Also Livestream davon machen. Aber natürlich ist Last Tap auch immer an der ersten Stelle. Also wenn ihr da wollt, kann ich natürlich dann immer Last Tap auch zeigen. Und dann noch ein Game, was ich eigentlich schon lange spiele und auch ein paar Mal schon gebracht habe. Transport Fever 2 werde ich vielleicht heute noch anfangen. Dankeschön, du breiter Hals. Jo. Das ist richtig. Also Schaden steigt. Ich mag dieses Schwert. Das ist wirklich stark, wenn man es tragen kann. So sollte man es tragen können. Stufe 15. Aber dann kommt einfach diese Quelle, die noch stärker ist, Level 20. Jo. Vielleicht nutze ich nur das Schwert. Ja, es ist noch Feuerschaden und deshalb ist die Quelle schon viel besser. Ja, ja. Und eben diese Angel, also dieser Satz. Satzig. Ja, ist halt doof, dass er nur auf Gegner geht. Die hätten das einstellen können, dass sie zum Beispiel, ja, dass einfach der Schaden ja da ist, wenn es auf Gegner geht. Oder vielleicht der Cooldown geringer wird oder so. Aber dass man trotzdem teleportieren kann. Es gibt, glaube ich, ein Item, was es macht, dass es geht. Oder ist es einfach ein passives, also aktives Skillpunkt? Ich bin ein bisschen überfordert gerade mit meinem Knowledge aus ja, Lernen davon. Ich habe leider heute echt viel Arbeit, also Haushalt waschen und alles. Kann also heute vielleicht nicht so lange leisten oder einfach. Ja, dann sehr müde, wenn ich anfange. Aber vielleicht mache ich auch wirklich lange heute. Ich stehe ja sowieso zu früh auf, also kann ich länger machen. Dann kann ich ein bisschen länger schlafen. Ah, die Bienen kommen wieder, die Bienen. Hallo, Bumsebiene. Wieso sagt man eigentlich Bumsebiene? Bumsen die mit einem? So. Wahrscheinlich kommen Bumsen von den Bienen. Weil sie so gut zumpfen. So, also sind ein bisschen easy jetzt noch. Der Schaden ist eben gegen einzelne Gegner noch ein bisschen zu schwach. Das ist eigentlich ein 3. Ja, noch ein 2 Level jetzt dann soweit, dass es so Schaden macht. Also vielleicht werde ich einen Livestream starten mit diesem Bild, gell? Also ihr dürft empfehlen. Lieber ein kleiner Bild machen soll und ich die Kampagne zeige. Oder halt. Ja, ich habe einen großen Bild eigentlich jetzt gar nicht so ready. Ich könnte eigentlich den Totem umwandeln. Totem Schamanen umwandeln in Stormtoten. Da fehlt mir, glaube ich, mindestens ein Item noch. Das wäre noch nicht so krachen. Keine Bumsebühnen. Ja, ja. Mal schauen, wie in Twitch die Zuschauerzahlen sind noch. Also es, ja, ich denke, es wird wahrscheinlich so bei 2 Zuschauern im Durchschnitt sein. Ja, ist halt, wenn man so lange Pause machen muss wegen diesen Problemen mit der Grafikkarte und der Überhitzung. Ja, eben seitdem ich den neuen Monitor habe, überhitzt es gar nicht mal so sehr, weil meine FPS nicht mehr auf 3000 hochgehen.
Und V-Sync auch funktioniert, weil G-Sync nicht mehr funktioniert und nicht mehr geht. Ich wohne es. Also was einfach GeForce so für Probleme macht in letzter Zeit, ist extrem. Einfach mit diesem veralteten Zeugs, das einfach verbuggt ist, das sie nie gefixt haben. G-Sync, CUDA, NP, CUDA, GFuse, glaube ich, oder so. Und auch diesem, ja, Raytracing, das ja nicht fertig veröffentlicht wurde und so. Wie viele Games machen momentan Raytracing? Ich glaube, fast kein Game, das 2023 rauskam, hat wirklich Raytracing. Einfach nur dieses Fake Raytracing, ja. Aber nicht gerade so aktives so Multiplikator, weil wir haben viel Kritten. Ich kann den schon tragen. Ich kann den Löffel schon mal abgeben. Ich gebe den Löffel ab, ich bin jetzt ein Part. Ja. Tut mir leid, aber ich muss. Jetzt macht YouTube wieder Stinke. Wieder Stinke finden. Jetzt wollen sie ja wirklich, dass sie gar keine Adblocker mehr finden. Das ist illegal. Ich weiß nicht, was YouTube so denkt, aber ja, scheiß Konzern. I'm sorry, YouTube. Tut mir leid, du bist ja so gut. Hast mich ja so unterstützt in den letzten 100 Jahren. 20 Jahren war. Wahrscheinlich 17 Jahre, kann das sein. Dass sie mich so mit Abonnenten zugekleckert haben. Ja, so erfolgreich geworden. Nee, es ist wirklich... Es sind nur meistens 30 Minuten oder so Werbung. Aber zweimal und dann musst du immer auf so ein kleines Fail klicken. Es nervt gewaltig. Dann kommen immer wieder... Ach, schaut, dass ihr da und so abnehmt und so. Meine Güte, ich habe noch nie in meinem Leben abnehmen müssen. Ich bin immer untergewichtig. Ich kann nicht. Ich will nicht. Und ich mag's nicht. Oh je. YouTube ist so arm. Wir müssen Werbung schauen. Sie machen's illegal, damit sie einfach genug Geld haben. Sind so arme. Jo, tut mir leid, aber... Ey... Und dann muss man auch noch so mega Leute haben, die elend lange die Videos schauen und Livestreams schauen, damit man überhaupt Partner wird. Ich werde niemals Partner. Ich will euch nicht mit Werbung zuklicken. Das will ich nicht. Mag ich nicht. Deshalb will ich auch da nicht profitieren davon. So, also. Es gibt wahrscheinlich eben täglich, meist abends Livestreams. Manchmal auch in die Nacht hinein. Und da könnt ihr wirklich auch mit mir frei reden und ja, wünschen, was ihr wollt. Gell. Jo, danke schön fürs Zusehen. Ich werde den Part gleich mal hochladen und ja, muss den Tag halt noch ein bisschen mit Haushalt zuklickern. Aber dann kann ich leisten. Bis dann, tschüss und ja, schönen Tag.